Guten Morgen. Es ist jetzt, ich glaube, 8.30 Uhr. Es ist Freitag, der 12.06. Und ich weiß, dass dieses Video hätte schon viel, viel früher kommen sollen. Ich sag's direkt, ich schneide hier in den Anschluss das, was ich vor knapp 2 Wochen schon mal gedreht hatte. Und ich werde das so ein bisschen ergänzen mit den Sachen, die ich bis dahin noch nicht wusste. Weil ich hatte sehr, sehr viel zu tun in der Uni und deswegen ging es jetzt leider nicht früher. Also viel Spaß. Hallo. Ich sitze hier gerade im Frankfurter Stadtwald. Ich hoffe, dass man mich versteht, obwohl es vom Himmel hoch regnet. Ich habe mich jetzt mal hier in so einer Hütte eingefunden, wie ihr bestimmt eben im Opener schon gesehen habt. Und ja, ich bin hier, weil ich noch Material brauche für mein Ökologie-Seminar, das ich gleich habe. Es ist Montagmorgen, der 1. Juni. Und deswegen habe ich gedacht, ich verbinde Angenehmes mit Nützlichem oder so. Und auf jeden Fall muss jetzt hier noch ein bisschen Material sammeln gehen. Aber ich hatte euch ja noch mein Fazit zur Saison versprochen. Eigentlich wollte ich das aufnehmen letzte Woche schon mittwochs, weil ich dann normalerweise boarden gehe. Aber es hat halt auch geregnet und deswegen ist das ausgefallen. Ja, ich habe jetzt hier auf meinem Handy, kann ich euch mal so kurz zeigen, hier so habe ich die Tabelle nochmal und noch ein anderes Bild, auf das gehe ich gleich ein. Ja, mein Fazit zur Saison. Erstmal freue ich mich natürlich, dass die Bayern Meister geworden sind. Diese Meinung teilen bestimmt nur sehr wenig andere auch, aber ich habe mich sehr, sehr gefreut. Dann, ich hätte nicht damit gerechnet, dass dass Wolfsburg europäisch spielt, war klar, aber dass sie den 2. Platz machen, krass, aber das war auch schon irgendwie, das hatte sich abgezeichnet nach einer Weile. Ja, Gladbach war auch richtig, richtig stark diese Saison. Die hätten ja beinahe die Wolfsburger noch gekriegt. Also da war ich sehr, sehr beeindruckt. Auch von Augsburg war ich sehr beeindruckt. Mit denen hätte ich auch irgendwie nicht so gerechnet. Aber die haben dieses Mal irgendwie den Arsch hochgekriegt. Normalerweise verschlafen die die Hinrunde und drehen dann in der Rückrunde auf, sodass sie nicht gefährdet sind abzusteigen. Aber diesmal haben sie es irgendwie halbwegs durchgezogen und sind wohlverdient auf dem 5. Platz gelandet, würde ich sagen. Ich muss mal den Arm wechseln. Ja, was noch? Ach so, ja. Also, ich fand, klar, beeindruckend die Saison von den Dortmundern. Nicht unbedingt im positiven Sinne. Im Nachhinein wahrscheinlich schon. Also, ich weiß nicht, wer von euch mich jetzt die ganze Saison über begleitet hat. Aber die Leute, die das gemacht haben, haben mit Sicherheit gemerkt, so bis zum 8. Spieltag fand ich es noch irgendwie lustig. Danach habe ich aber dann auch gesagt, nee, ist okay. Was hier abgeht, ist jenseits von Gut und Böse. Also ich weiß nicht, was die Dortmunder da gemacht haben. Es ist durchaus eine Erwähnung wert, dass sie es geschafft haben, wieder da hoch zu kommen, nachdem sie, ich glaube, sogar auf einem Abstiegsplatz überwintert haben. Schlag mich, wenn das jetzt nicht stimmt, aber sehr, sehr weit unten in der Tabelle. Dann, das mit Hoffenheim war so ein bisschen traurig. Die haben sich so die ganze Zeit, waren sie auf Platz 7 und haben verzweifelt versucht, in die europäischen Plätze reinzukommen, haben es letztendlich dann doch nicht geschafft. Ja, Frankfurt habe ich mich gefreut. Die haben sich schön wacker die Saison gehalten. Props. Dann, ja, okay, gut, kommen wir zu dem Abstiegsgedöns. Also, ich meine, die Aufsteiger, Köln und Paderborn. Köln hat sich gehalten. 12. Platz für einen Aufsteiger ist es gar nicht so schlecht. Paderborn, wissen wir alle, auf dem letzten Platz, die steigen wieder ab. Wie schon gesagt, es ist Montagmorgen. Das heißt, heute Abend ist das Rückspiel der Relegation. Ohne Spaß, ich wünsche den Hamburgern, dass sie endlich mal aufs Maul kriegen. Das Hinspiel war auch wieder so, boah, der KSC war so viel besser. Boah, nee, ich reg mich nicht auf. Ich warte jetzt einfach heute Abend das Spiel ab. Ja, und Karlsruhe hat es natürlich nicht geschafft. Damit verbleibt der HSV in der Bundesliga. Glückwunsch. Es ist unglaublich eigentlich. Ich überlege, dass Paderborn jetzt auf dem letzten Tabellenplatz mit genauso vielen Punkten abgestiegen ist, wie der HSV letztes Jahr mit in die Relegation genommen hat. Lacker.
Ja, die Relegation war insgesamt für mich, fand ich, nicht besonders erfreulich. Auch zwischen der zweiten und der dritten Liga hat leider Kiel gefailt. Die waren auch schon mit anderthalb Beinen aufgestiegen und der TSV 1859 plus 1 abgestiegen. Ach, die haben es natürlich auch irgendwie in der letzten Minute wieder hingerissen gekriegt. Saarbrücken ist auch nicht wieder aufgestiegen, obwohl sie auch so eine geile Saison gespielt haben. Ach, das ist wirklich, wirklich traurig. Ich habe mich aber gefreut, dass Stuttgart es aus der Abstiegszone wieder rausgeschafft hat. Die haben mir auch so ein bisschen leid getan, die ganze Saison. Was ich mega traurig finde, ist der Abstieg vom SC Freiburg. Grüße an meine Mama. Die mag nämlich den SC Freiburg total gerne. Und es war wirklich, wirklich traurig. Also das hat mir auch so ein bisschen im Herzchen wehgetan. Ich hätte sie nicht gewünscht. Ich hoffe, dass sie in der nächsten Saison wiederkommen. Zu dieser ganzen Abstiegsgeschichte blende ich euch jetzt hier an der Stelle. Also Lea, denk dran, du blendest jetzt hier an der Stelle ein Bild ein, was auf Facebook, glaube ich, weiter verlinkt wurde. Ich habe kein Twitter, aber es war wohl ursprünglich von Twitter. Ich habe es dann gespeichert und hatte vergessen, irgendwie mir dazu zu schreiben, von wem das war. Deswegen, ich sage ausdrücklich, es ist nicht mein Bild. Aber da hat sich jemand die Mühe gemacht, in so einer Tabelle genauestens aufzulisten, was in den letzten vier Partien passieren kann und wie danach die Tabelle aussieht. Bezogen auf die Spiele von Hannover gegen Freiburg, den HSV gegen Schalke, die TSG gegen die Hertha und Paderborn gegen Stuttgart. Und es war genau, also ihr seht das jetzt, wenn ihr euch die genauer angucken wollt, dann haltet einfach das Video an, mal kurz an der Stelle. Und da seht ihr ja dann drauf, es gab genau eine freaking Möglichkeit, dass Freiburg direkt absteigt von, ich hatte sie mal gezählt, ich glaube es waren 48 Möglichkeiten, wie die Tabelle aussehen könnte. Und in genau einer steigt Freiburg direkt ab und genau das ist passiert. Fliegvieh. Und ich verstehe es nicht. Wie gesagt, gefreut für Stuttgart. Hannover hätte ich ja nach der Aktion wie... Ich weiß noch nicht mal, wer das gesagt hat, von wegen die Bayern wären eine Pissmannschaft. Irgendeiner von Hannover. Ich glaube, es war sogar nur so ein ehemaliger Spieler. Boah, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich kannte ihn nicht, also so wichtig kann er nicht gewesen sein. Aber sowas sollte man sich verkneifen und da hätte ich es ihnen natürlich dann gegönnt. Wenn sie zumindest den Ausgleich noch gekriegt hätten, dann wäre Hannover trotzdem da geblieben, aber Freiburg auch. Naja... Traurig. Traurig kann ich nur dazu sagen. Jetzt ist Sommerpause. Das heißt, für mich stellt sich die Frage, was mache ich auf diesem Kanal? Ja, das ist eine gute Frage. Also, nachdem ja letzte Woche meine Videoantwort zu Maries Stammtisch, zu dem Fangirls-Ficken-Stammtisch kam, die mir wahnsinnig wichtig ist und dieses Projekt habe ich erstmal auch vor alles andere, was ich noch in petto habe, geschoben. Guckt ihn euch an, ich würde mich wahnsinnig freuen, auch da echt über Feedback. Weil da habe ich mich leicht ans Bein gepisst gefühlt und ich glaube eine Menge andere Mädels auch. Und ja, das musste mal raus. Da war ich pisst, muss ich ehrlich sagen, da bin ich auch immer noch pisst. Aber es ist jetzt besser, nachdem das Video draußen ist. So, was bleibt noch? Also, was ich noch im Petto habe, ist das PC-Bauen für Noobs Teil 2. Da warten auch einige drauf, das weiß ich. Da setze ich mich dran. Ich werde das vertonen. Ich werde das Zeug zusammenschnibbeln. Ich habe häufig gefailt. Deswegen heißt es PC-Bauen für Noobs, weil ich auch einer bin. Und mal gucken. Mal gucken, wie ich das zusammenschneide, dass es wenigstens zumindest für euch noch irgendwie witzig ist. Dann, was kommt noch? Ich habe noch einen Fuerteventura-Vlog. Da habe ich gefilmt. Da musste ich noch Material sichten. Dazu kam ich noch überhaupt gar nicht. Dazu wird noch was kommen. Ich muss mal gucken, wie viel Material davon gut geworden ist. Vielleicht wird das sogar ein Mehrteiler. Und ja, ich glaube, das ist das, was ich im Moment vorproduziert habe. Dann,
Ja, ich bin mal gespannt. Ihr könnt mir natürlich gerne eure Vorschläge in die Kommentare schreiben. Was hättet ihr gerne? Was würdet ihr gerne sehen? Soll ich nochmal so was Meinungsmäßiges machen? Da könnt ihr mir auch gerne Themenvorschläge geben, über was ich mal reden soll. Mir wird mit Sicherheit auch noch irgendwas einfallen. Vielleicht mache ich auch so ein paar Klischee-Videos, sage ich mal. So Videos, die jeder schon mal gemacht haben müsste. Wie, keine Ahnung, kein Beauty, das verspreche ich euch. Aber keine Ahnung, 20 Facts about me oder was ist in meinem Kleiderschrank. Keine Ahnung. Nur bei mir halt alles ohne Produktplatzierung, weil mich bezahlt dafür niemand. Macht Sinn, wenn es keine Produktplatzierung ist. Ja, es ist noch früh. Ich packe gerade für den Deutschen Webvideopreis. Da geht nämlich mein Bus nachher. Und deswegen bin ich auch eigentlich ein bisschen im Zeitstress. Dahin werde ich euch mitnehmen. Ich muss mal gucken, ob ich das so richtig profimäßig Follow Me Around technisch hinbekomme. Davon werdet ihr definitiv auch was sehen. Das versuche ich natürlich so schnell wie möglich hinzukriegen. Aber wie gesagt, Uni hat Vorrang und Uni ist verdammt anstrengend. Und ja, dann war es das für die Bundesliga-Saison. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem da. Und ja, genießt das Wetter, genießt das Wochenende. Vielleicht sieht man sich auf dem Webvideopreis. Würde ich mich sehr, sehr freuen drüber. Und ja, bis dann. Tschüss.